Herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Minecraft mit Sveste. Hallo. Ja, wir sind wieder mal am Start, zu zweit in dieser endlosen, weiten Welt. Voller Pixelhaftigkeit und Blöcken und Blumen und Gras und was weiß ich gibt's denn hier noch. Uns hat's mal wieder gepackt und jetzt zocken wir einfach mal weiter. Wir sind stehen geblieben bei dieser Farm da hinten. Ich gehe aber trotzdem noch mal Sven hier besuchen. Keiner, ich war im Wald ausgesetzt, also farm ich jetzt einfach meine Axt kaputt. Also, zu Hause ist niemand, dann gehen wir mal kurz runter in den Lagerraum. Hier ist so einiges, hat sich hier verändert. Redstone ist hier unten, da oben, oh, Diamanten. Ja. Na egal, Erstmal eine Kiste für zwei Diamanten machen. Monster Drop, Tier Drop, ja, nice, ne, sieht das hier eigentlich bei dem aus. Ja. Und da ist auch schon im Hintergrund die Musik. Oh ja, bei mir auch. So, dann gehen wir mal kurz raus, gucken wir mal, wie Sven seine Farm ist. Die blüht ja ganz schön. Finde ich sehr nice. Wie kommt man hier eigentlich rein? Gar nicht. Ah doch, da hinten. Erstmal alles abfarmen und weg. Das ist nur Weizen erstmal. Ja. Ich bin ja gerade dabei, den Rest. Ich sehe, da sind Melonen gewachsen gerade. Ja, geil, Leute. Meine ersten Melonen jetzt abfarmen hier. Geil. Ich weiß gar nicht, brauchen wir eigentlich. Egal, ich mach einfach mal hier. Vielleicht wachsen sie auch da hinten. Oh, ich hab grad ein bisschen. Ey. Ich hab 6 Melonen jetzt. Ja, mach ich mir mal 4 Melonenkerne wieder. Okay, Musik ist ein bisschen zu laut. So, ist gut. So. Machen wir hier, hier, hier und dort. Knochenmehl, ich hab doch letztens. Ja, Siggi, Junge. Ja, was denn? Der braucht aber mehr. So, die Melonenfarm blüht auch schon langsam wieder. Die Weizenfarm nicht so. Oh, und in die Wasserquelle gesprungen. So, dann gucken wir mal, was mache ich denn als nächstes? Ich wollte alles andere mögliche noch anfarmen und das machen wir jetzt auch mal. So, ich habe jetzt genügend Stacks, um meine Felder und alles zu gestalten. Das ist sehr nice, mein Freund. Das ist totally nice. Na gut. Keine Ahnung. Hast du dir eigentlich noch überlegt, wer noch alles mitzocken könnte? Nee, noch nicht. Ich auch nicht. Ja, hier, Julian hätte irgendwie gemeint, dass er mitmachen will oder könnte, weil er irgendwie einen PC da bekommen hat oder sowas. Keine Ahnung. Ich frag den nochmal in der Schule später. So, das ist auch hier weg. Habe ich noch 9 Stück. Oh man, nice, mein Zuckerrohr ist gewachsen. Schön, Zuckerrohr muss ich auch noch. Was mache ich jetzt nochmal hier hin jetzt? Karotten, ne, oder? Oh, da ist wieder eine Melone gewachsen. Das siehst du mal. Karotten oder? Ich bin gerade im Überlegen. Was mache ich denn hier? Kürbisse? Ah ja, Kürbisse, ne, die schützen ja vor Endermans, ne? Ja? Ja, ach so, wenn, ja, wenn du die auf den Kopf, ja, wenn du die anziehst. Ja, das weiß ich. Ja. Zieh mal einen an. Ja, ich mach da mal Karotten hier hin. So viele habe ich jetzt auch nicht, davon 2. Ja, so ist gut. Keine Zäune mehr, da gehe ich mal hier rüber schnell. Ich hätte jetzt voll Bock auf Melonen, jetzt mal ohne Scheiß. Ach, ich habe, Alter, ich habe hier noch 64. Bin ich eigentlich dumm oder so? Meine Melonensamen sind das, was die in der Ultra-Hardcore-Season als erstes suchen. Ja, ohne Scheiß. Ist einfach so schnell. Nee, aber falsch hingeplatziert. So. Nee, stopp, hier nicht, oder? Nein, doch nicht hier. Warte, wie war das bei Melonen, die wachsen ein Feld, ne? Warte kurz. So, dann mache ich hier einfach Karotten hin. So, da. Wie war das jetzt nochmal? Was wolltest du? Ne, warte. Moment. So. Dann kommen hier Kartoffeln.
Kartoffeln hin. So, Melonen-Samen. Die wachsen immer ein Feld nach hinten, ne? Was denn? Was ist das? Melonen. Melonen. Die können seitlich, ja, die können überall halt hinwachsen, wo noch frei ist. Bei mir jetzt zum Beispiel sehe ich gerade hier, eine ist zur Seite, irgendwie eine ist nach vorne, das ist komisch. Na egal. Gehe ich mir noch meine. Oh nein, oh, war das knapp. Meine Kürbissamen holen. Geht das so? Ja, ne? So. Damit ich dann auch anpflanzen kann. Pflanzlich. So. Oh, ich habe noch mehr Zuckerrohr, das kann ich gleich auch anbauen. Die Farm blüht ja förmlich, Junge. Ja klar, eine machst du eine einen Kürbis kaputt, kriegst du erstmal 4 Kürbiskerne, machst du eine Melone kaputt, dann kriegst du voll wenig. Ja, das stimmt auch wieder. So. Na, ach, Kürbis. Wir pflanzen jetzt erstmal alles hier an, mit Karotten muss wir haben. Ups, ja, obwohl, warte, wir könnten ja theoretisch. Ach komm, warum nicht, ey? Warum geizen, ne? So, bitte? Warum sollte man geizen? So sieht's aus. So. Jetzt hier nur noch ein Zauntor. Wie war das nochmal? Links und rechts Sticks und in der Mitte Holz. Ja, ja, jetzt weiß ich es auch wieder. So, ein Zauntor haben wir jetzt auch. So, meine Felder sind angelegt. So, das ist jetzt, warte, das ist jetzt gerade die, müsste die 21. oder so sein. Ich glaube schon, die 21. Folge ist, machen wir gerade und, ja, die erste Folge ist gerade mal raus. Ja, schön vorproduzieren. Alter, weil wenn Schule ist, können wir ja nicht aufnehmen. Ne? So sieht's aus. Ja, könnten wir eigentlich doch, wenn irgendwie, weißt du, keine ja, Aufgaben oder so. Ja, dienstags und freitags natürlich, aber ich meine jetzt so in der Woche, ich glaube, da haben wir auch wenig, okay, Bock haben wir schon, aber ich meine so zeitmäßig ist, wird das ein bisschen knapp. Nee. So, oh, ich brauche ein paar. Shit, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Melonenkerne gemacht. Creeper. Ach du Scheiße, wie? So dunkel ist noch gar nicht, dass sie spawnen können, die Nutten, ey. Das ist nicht hammergeil. Bam, Junge, mit dem Bogen einfach mal weggesmackt, Alter. Nee, nicht springen. Kacke, das ist der Melonenkern weg. Ja gut, jetzt habe ich 2 Melonenkerne über. Kann man nicht irgendwie daraus wieder eine Melone machen? Nee, leider nicht. Schade. Naja, sei es drum. Macht auch nix. So sieht's aus. Na gut, es wird dunkel, lass mal hinlegen, ja? Bist du auch dafür, oder? Ja, ich muss nur die Leiter hochklettern. Oh. Ich lieg mal, ne? Schon. Ja, ich auch. Hatten eigentlich was für morgen auf? Deutsch. Deutsch. Was war denn da? Deutsch, den, ja, den Text über Robinson Crusoe. Was sollten wir denn da machen? Den fertig machen, oder? Ich hab ihn nämlich gar nicht mehr. Ja, ich guck mir das gleich nochmal an. So, was soll ich nochmal machen? Genau, Kartoffeln sind jetzt dran. Boah, zum Glück war ich noch gerade in der Farm drin und der Creeper lief gerade so außen rum noch. Ey, da hatte ich Glück gehabt. So, wie viele Kartoffeln habe ich in 5 Stück? Ich mache, glaube ich, so groß wie das hier. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach ja, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, ob hier irgendwo Creeper sind. Egal. 1, 2, 3, einfach mal unbewusst. So, hier lang. Wie mache ich das jetzt mit den Tieren? Die Tiere könnte ich eigentlich... hier machen. Ich hab dich auch, ich hab deinen Kommentar in die, deinen Namen in den Kommentar geschrieben, in die Beschreibung geschrieben, ne? Aber mein ich wollte Kanal den eigentlich verlinken. Aber, naja. Ich habe ja eh keine Videos, also. Ja. Ich meine. Aber vielleicht irgendwann mal.
man weiß es nicht. Ja, vielleicht, wenn ich die schnellere Leitung habe, vielleicht hole ich mir dann auch Fraps halt und nehme dann mit die Minecraft-Folgen auf, wenn man die auf beiden Kanälen verfolgen kann. So sieht's aus. Ich denke mal, wenn das der Fall dann sein sollte, wird mehr getrollt. Ja. Obwohl wir trollen, das ist eh schon kaum. Ja, aber dann wird es richtig getrollt. Oh. Ah, ich weiß nicht, soll ich so einen Mix machen? Einfach alle Tiere durcheinander? Massentierhaltung oder wie? Du hast ja letztens noch gesagt, nichts geht über Massentierhaltung. Was war? Nee, davon weiß ich aber nichts. Nee, das war, kann ich mir ganz genau erinnern, wo du das gesagt hast. Nee, Erik, das ist jetzt Unsinn. Ja, nee. Das ist jetzt Quatsch. Nein, das ist kein Quatsch, das ist alles normal. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das ist aber jetzt Quatsch. Das kannst du einfach nicht abstreiten, Sven. Es ist nun mal so. Das ist mein gutes Recht als Mitbürger Deutscher. Du hast keine Rechte. Auf jeden Fall, das werden wir ja noch sehen. Post von meinem Anwalt kriegst. Du wirst von meinem Anwalt hören. Nicht nur von einem. Ja, ich freue mich schon, wenn ich den Prozess gewinne. Oh, jetzt ist mein Inventar langsam voll. Wieso steht einfach mitten auf dem See ein abgeholzter Baum, wo noch zwei Holzblöcke sind? Ich dachte, das wärst du gewesen. Also ganz ehrlich, als ich das auch gesehen habe, da dachte ich irgendwie, das ist Sven oder so. Vielleicht hat er keinen Bock ins Wasser zu springen. Oder hat er einfach so gelassen. Hätte ich doch gemusst. Na egal. Oh shit, da muss ich jetzt auch noch weg. Ich ergrößere meine... ergrößere, ja, tolles Deutsch. Mhm. Sehr schön, Sven. Ich vergrößere dazu. Hier, farm, glaube ich, noch ein bisschen. Damit die nicht jetzt so, mal hier, so leiden. Das, wie? Hey, warte, weil ich nur durcheinander. So, hier kommt das Wasser. So. Ah ja, perfekt. Und so. Ich hab grad einen Zombie vom Rennen. Ah ja, da ist er ja und der ist schon tot. So. Hier lang. Du tötest einfach unschuldige Zombies, die dir nur dein Gehirn aussaugen. Nee, der war am Brennen und dann, als ich den zu ihm laufen wollte und ihm von seinem Leiden erlösen wollte, da ist er einfach krepiert. So war das und nicht anders. Ich geh mal schnell meine Erde hier entsorgen. Also ich verbaue meine gerade. Ja, ich brauchte nicht wirklich, aber egal. Nee, ich stopf hier so ein paar Löcher, diese. Also. Kann man natürlich auch machen. Stopp, warte. Also mein Haus wird einfach fünfmal so klein wie meine Farm. Fuck, ich brauch noch ein paar Kisten. Na egal, das mach ich dann später wieder. Boah, jetzt wird erstmal wieder fette Erde eingesammelt. So, hier. Boah, Junge, das wird jetzt mal richtig, ey. Dann sammle ich hier noch schwule Blumen, eine. Ja, okay, so viel war das auch wieder nicht. Was haben wir morgen in den ersten beiden Mathe, ne? So sieht's aus, mein Freund. So sieht's aus. Kriegen wir vielleicht die Mathe-Arbeit wieder. Ich bin nicht in deinem Kurs. Ja, ich aber. Wie, du bist nicht in meinem Kurs? Ich aber meinem. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn, Junge. Hör auf, mich zu verwirren. Das ist einfach so lustig. So, ich sag, du bist aber nicht mehr in Kurs, sagt er. Ich aber in deinem. Ich denk, hey, ich hab gesagt, ich aber in meinem. Ach so, in meinem. Ja, trotzdem. Das war verwirrend. Hör auf damit. Naja, vielleicht kriege ich, ja, meine Arbeit wieder. Ich hoffe, das ist eine 3, ne? Boah. Ich hoffe, das ist eine 5. Danke. Kein Problem. Ich unterstütze dich auf allen Ebenen. Ich merke das. Kein Problem. So. Schon kein Problem damit. Kein Problem damit. Kein Problem damit. Alter, die Hacke geht schneller weg als die Spitzhacken bei mir, ja? Welche Hacke? Die Hake. Ja, genau, die Hake. Eisenhacke. So, wer das?
Erstmal die paar Potatoes hier anpflanzen. Oh. So, das wäre eigentlich... Ne, Kürbisse kommen ja auch noch. Oh, oh, ah, ja. Da ist die Folge aber leider schon vorbei. So sieht's aus, die Folge ist leider schon vorbei, aber es geht ja auch schon wieder beim nächsten Mal. Also beim nächsten Mal geht's wieder weiter mit mir und Weste, also Sven. Ja, ja, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Bis, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.